Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Wir haben in der letzten Folge endlich die Anfänge der verschollenen Patrouille gefunden und werde es auch weiter auf die Suche machen. Und ich habe auch mal darüber nachgedacht in der Zeit, vielleicht doch MacReady, obwohl er echt ein guter Schütze ist, doch wieder abzusägen. Aus dem einfachen Grund, ich werde gern Piper wieder dabei. Und ich habe eh nicht vor, wirklich alle Nebensachen zu machen, weil dann werde ich wahrscheinlich 100 Jahre beschäftigt sein in diesem Spiel. Ich will halt die Nebenquests, so wie sie da sind, machen und sonst auch halt die Hauptstory auf jeden Fall weiter erkunden. Da muss ich nicht jede Beziehung mit jedem Mannequin hier voll ausbauen. Aber man kann ja vielleicht mal sehen, wie es zum Ende halt dann ist. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal die Quest mit der verschollenen Patrouille fertig machen und dann MacReady wieder gegen Piper tauschen. Trainingsgelände der Nationalgarde gefunden. Da ist was auf dem. Hier liegen Leute. Woods. Ich muss das doch irgendwie. Oh, und Automatik. Hammer. Wie, wenn er es hier anfängt, fast zu machen? Mir nicht. So. Notsignal gefunden. Radio. Jawohl, ich behalte die Waffe lieber mal draußen. So nicht rein. Das ist eine Kochstelle. Da drin muss etwas Wertvolles sein, sonst wäre es nicht so gut gesichert. Okay, kann man nichts machen. Ja, da könnte was Wertvolles drin sein. Aber wir kommen da jetzt gerade nicht rein. Such mal den Rest von dem Notsignal. Ich höre auf jeden Fall noch ein Automatikgewehr. Wow. Geht denn darum? Ist leider abgestürzt. Muss denn Vertibird gewesen sein? Schade. Ah, das ist noch so ein Gewehr. Mein Freund. Ich blutet. Ist ziemlich schlimm. Ja, entschuldigen Sie vielmals. Aua. Ich hab's sogar noch gesehen, aber nicht rechtzeitig reagieren können. Wollte eigentlich entschärfen. Schalt sie aus! Okay, coole. Ich habe gerade gesagt, das Ding kümmert sich jetzt um den Ghoul. So. Das Signal wird wieder schwächer. Ich will natürlich auch gucken, was hier ist. Wow! Jungs, ihr habt das aber echt nicht so mit Gästen, oder? Geh mal eine Runde schlafen. So. Die mögen keine Gäste. So, sammelt das Notsignal wieder auf.
Nicht darauf. Ja. Und auch darauf. Perfekt. Bisschen Überblick hier. Nun, die brauchen das Zeug ja nicht mehr. Stimmt, die brauchen das nicht mehr. Wenn ich mal was von deinem wertvollen Zeug für dich tragen soll, sag es einfach. Werde ich dir sagen. Ich will mich natürlich noch. Also da ist das Nutzsignal schwächer, nach da wird es stärker. Werden wir es auch mal in diese Richtung begeben. So, wieder hier runter. Der Vertibird. 20. Ah, okay, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Die Notsignalstärke aber komplett abgerissen. Vielleicht da rein? Man weiß ja nicht, vielleicht ist es ja auch da drin, ne? Obwohl ich beim letzten Mal auch mich auf dem Gebäude verlassen habe und total verlassen war. Das ist doch bestimmt eh ein Ghoul. Ja, der ist schon tot. Mir gar nicht. Wir sollten nicht hier sein. Ah, da fallen die Ghule schon vom Himmel. So, den hat's zerrissen. Noch mehr von denen. Wow, legendärer Ghoul Plünder. Heiliges. Der kriegt jetzt aber die volle Ladung. Was bringt mein Skill? Problem ist, der andere Ghoul, der hängt auch noch da mehr dran. Greedy noch? So. Wir müssen auf jeden Fall mal was für unser Oleg hier machen. Erstmal ein Raidaway rein. So, ein bisschen aufbereitetes Wasser. Der Mutantentöter-Schlagstock. Auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ja, da war nichts drin, okay. Was haben wir hier? Experte, okay, da komme ich definitiv nicht rein. Das muss ich auf jeden Fall auch mal weiter leveln. Die verdammten wilden Ghule sind hier reingekommen. Sie hatte keine Chance. Ja, da liegt sie. Holoband, Holomarke, Fusionszelle. Ja, sie war mal hübsch. Ist nicht das Falsche denken, Leute, ja. Kurz mal gucken. Kleidung. SB-Kampfanzug. Okay, das ist quasi nur was ich drunter tragen kann anscheinend. Kampfrüstung ist fast schon. Ist besser als das, was ich trage. Was trage ich denn? Mit Taschen verstärkte. Nee, das ist das. Ich trage.
trage mit taschenverstärkten Zündrüstungsharnisch. Deswegen werde ich die jetzt erstmal behalten. Wenn ich da Taschen dran bauen kann, dann werde ich die wechseln. So, wir müssen das Holoband anhören. Diverses. Das Soloband Ritter Elsland, das ist ein Ritter Terra Estland, stählerne Bruderschaft. Ja. Erkundungsteam 429 Alpha, Seriennummer 3431. Es ist 3 Stunden her, dass ich meinen Notrufsender aktiviert habe. Noch immer keine Nachricht von Paladin oder Ferris. Ihr Ziel war die Satellitenstation an der Küste. Vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite. Meine Befehle lauten, diese Position um jeden Preis zu halten. Die gesamte Anlage wurde überrannt. Lange wird die Tür nicht mehr halten. Paladin Brandis, Sir. Es war mir eine Ehre. Okay. Ich würde mal sagen, von dem Team hat niemand überlebt. Aber ja, die Ghule sind auch hier wirklich durchgerauscht. Da drüben. Nein, ich wollte nicht wieder runter. Ich will mir das da oben angucken. Es ist doch jetzt... Da kommt der Bewegungslegastheniker in mir durch. Außergewöhnliches. Geh doch auf Seite hier. So. Passwort des Nationalgarde-Offiziers. Das wäre doch schon mal was. Vielleicht hilft er uns ja da unten reinzukommen in die Türe. Könnte man wieder schlafen? Tue ich auch, dann habe ich wieder volle Leben. Sieht vielversprechend aus. Wenn du nicht plötzlich unter die Schrottsammler gegangen bist, findest du hier nichts. Nein, Essen. Ich finde hier gerade schon genug. Haben auch schon ein Passwort des Nationalgardeoffiziers gefunden. Vielleicht hilft es uns da unten rein. Guckst du weiter? Zugriff auf System. System gesperrt, innere Unruhe gemeldet. Ja, ja, Passwort, mach das Ding off. Türe wird geöffnet. Es ist gut, unter die Schrottsammler zu gehen. Ich wollte sagen, haben die jetzt hier schwer bewachte Besen? Aber ich glaube, wir kommen auf die andere Seite hinter dem Tor raus. Hoffe ich doch mal stark. Ah, okay, wir sind jetzt hier drin. Den anderen treffe ich besser. So. Am Radar wird aber auch noch ein Ghoul angezeigt. Kaserne, sei doch mal ruhig, McQueedy. Will mich auf jeden Fall in Ruhe mal umsehen. Wo kommst du denn hinter mir, Kollege?
sind sich. Hab ich mich gerade erschrocken? Wie man, glaube ich, auch bemerkt hat. Alter, hab ich mich erschrocken. Noch mehr von denen. Ah, hol dich mal da drum. Ich glaube, dass ich mich erschrocken habe, ist, glaube ich, gerade jedem aufgefallen. In der nächsten Folge sehen wir uns dann aber auch weiter um. Vielen Dank fürs Zusehen, sagt euer Snaker. Ciao.